Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce. Auf mein Kommando. Shadow of the Phoenix. Vorwärts. Bringen wir es zu Ende. Ja, hier ist gerade ordentlich was los, weil unsere drei Anhängsel einfach beschlossen haben, so, ja, wir hauen alles, was auf der Map so steht, noch. Und das beinhaltet auch ein paar Scharkrieger, die hier einfach so rumwuseln. Verstärkt die Deckung! Gut, aber ja, wir sind immer noch in Kartei. Haltet durch, Männer! Wir müssen jetzt gerade eins der Tore öffnen. Feindlicher Angriff! Das hatten wir eigentlich auch vor. Nur nicht halt auf diese Art und Weise. Schlag sie zurück! Machen wir mal den Skelettschützen hier weg. Schließt die rein! Folgt mir! Zur Ehre! Zurück mit euch! Das ist dein Ende! So, dann schicken wir mal unseren Zwerg. Ja, und los! Schnell! So, Alia können wir heilen. Wo ist Jinkai? Dem sieht es einigermaßen gut aus. Machen wir mal eine allgemeine Heilung. Zu Befehl. Unverzüglich. Auf mein Zeichen. Auf mein Zeichen. Sofort. Zum Angriff. So, unser Zwerg haut den Knochen. Du schreckst mich nicht. Nidhal ist gut. Mit uns. Kaste meine Axt. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Alles klar. Schickt sie zum Seelenfluss. Schlagt sie zurück. So, den zweiten Turm können wir einreißen. Zurück mit euch. Sie sind überall. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Schließt die rein. So, unsere Schützen wurden Halte durch, in die Männer! Genommen. Schlagen Sie zurück! Sie sind überall! So, Schlüsselmeister Angriff. Steht noch. Zurück mit euch! Die Schildwache steht noch. Schlagt sie zurück! Alles klar. Du geh mal, näher hier ran. Gib mir Kraft! Ihr habt gerufen! Sind bereits in der Luft! Auf eilenden Schwingen! Auf eilenden Schwingen! Gut. So, der Schlüsselmeister hat den Schlüssel, den wir brauchen, um das Tor hier zu öffnen. Das Südtor ist verschlossen. Den Schlüssel verwenden. Das Tor öffnet sich. Bereit! Und los! So. Damit haben wir die Gegner ganz schön. Wir sind bereit. Hierin, schenke uns günstigen sind Wind. Bereits in der Luft. Angepisst, wie es aussieht. Auf eilenden Schwingen. Auf eilenden Schwingen. Denn jetzt taucht hier überall Verstärkung auf. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Ist das letzte Mal auch passiert? Erwarte euer Kommando. Augen offen halten! Feindkontakt! Der Greif wartet schon! Nicht halt! Mein Greif wurde verletzt! Vorsicht! Sie sind hier! Haltet durch, Männer! Sind auf Feinde gestoßen! Verstärkt die Deckung! Wir sind bereit. Bereit. Verstärkt die Verteidigung. Nicht helft, schützt mich.
Jon ist verloren. Nö. Gut, das heißt, wir müssen erst hier alles zerlegen. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Können uns danach hier oben kämpfen, hier alles zerlegen, die Schar platt machen. Schnell! Sofort! Für die Rune! Gebt das Zeichen! Sie sind überall! Alles klar! Verstärkt die Deckung! Und ja, die Gegner hier drin sind halt etwas stärker. Ja, folgt mir. Schnell, bringen wir es zu Ende. Schließ die Reihen. Zeit zu sterben. Schließ die Reihen. Haltet durch, Männer. Sie schlagen zu. Haltet durch, Männer. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Sie sind überall! Ja, folgt mir! Zum Angriff! Gebt das Zeichen! Verstärkt die Verteidigung! Oh, und wir haben offenhalten. 42 jetzt erreicht. Yay. Sie schlagen zu! So, das heißt, wir machen erstmal das. Für weiße Magie müssen wir die Weisheit mal 5 Punkte erhöhen. Gut. Bereit. Und los. Zur Ehre Aunirs. Gut, und dann können wir mal gucken. Also was Besseres als ein Myrmidon können wir gerade nicht benutzen. Dafür bräuchten wir große Klingenwaffen 18. Das ist auch ein gutes Stück hin. Jetzt sollten wir aber eins von diesen Schilden benutzen können, ja. Ja, gut. Und rüstungstechnisch könnten wir die Rüstung der Wacht benutzen, die schwächer ist. Goldseidenrobe, ja, nee. Ja gut, rüstungstechnisch können wir gerade nichts Besseres benutzen. Brauchen wir auch gerade bei Beinsachen und so nicht gucken. Okay. Ist hier gerade noch irgendwas? Nicht wirklich. Auf mein Kommando! Bereit für alles den Kampf! Klar. So, ihr könnt von hier oben aus gut Schaden machen. Während wir uns nach da unten begeben. Gebt das Zeichen. Unterwegs. Gebiet sichern. Ja, vorwärts. Haltet durch, Folgt Männer! Mir. Bringen wir es zu Ende. So, dann noch den Turm wegmachen. Sie sind überall! Also hier haben wir alles geplündert, was wir konnten. Haltet Bereit durch, für den Kampf. Männer! Bin Kämpft. Unterwegs! Gebiet sichern! Und ja, das hier wäre der Weg. Den wir nicht nehmen können. Marschbefehl. Gebirge. Bin unterwegs. Alles klar. Sterb! Ja.
Folgt mir! Sofort! So, okay. Jetzt müssen wir auf hier... Auf meinem Befehl! Folgt mir! Hier alles einreißen. Und wir müssen ja, glaube ich... Vernichte die Untoten und zerstört ihre Gebäude, genau. Haltet durch, Männer! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Befehl verstanden! Haltet durch, Männer! Könnte eigentlich theoretisch auch mittlerweile auf die Rune hier umswitchen. Also auf Ump statt Glamrik. Folgt mir! Sie schlagen zu! Sie sind überall! Bereit für den Kampf! Schlagt sie zurück! Und ja, da ist das Portal zur Wachfeste, also ins Finsterwehrgebirge. Verstärkt die Verteidigung! Augen offen halten! So, hier greifen wir am besten auch von hinten aus an. Machen erst hier platt, können dann hier platt machen. Edler Turnierhelm. Ui. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Also ja, sagen wir mal so, die schweren Rüstungsteile, die wir so jetzt haben, die wir noch nicht tragen können, sind höchstwahrscheinlich etwas besser als das Set von Cerberus. Zumal das Cerberus-Set eigentlich auch so ein Zwischending ist. Also gucken. Hier, schwere Rüstung. Ja. Die 17er ist auf jeden Fall besser schon mal als das. Oder... Okay, edle Turnierrüstung mit minus 10 Laufen ist nicht ganz so toll. Aber Rüstung der Schwertmeister zum Beispiel ist übelst heftig mit 18. Mal gucken, ob wir das noch auf 18 kriegen. Jetzt will ich erst einmal wenigstens... Mal überlegen, ich habe noch 8 Level. Das sind 16 Punkte. Wenn ich jetzt hier 4 reingebe, habe ich noch 12 Punkte. 12 Punkte könnte ich das hier alles auf 18 bringen. Wenn ich das hier auf 14 bringe, könnte ich das hier alles auf 17 bringen. Ich hätte es aber wahrscheinlich gerne auf... Hätte ich es gerne auf 18? Das ist die gute Frage der Fragen gerade. Oder hätte ich gerne Leben auf 14?
Oder wenigstens auf 13. Ich könnte ja theoretisch schwere Kriegskunst und... Ja,